Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in FC 25. Wir gehen heute rein in die Wintertransferphase der Saison 2024-2025. Das ist gleichzeitig unsere erste Transferphase, denn die Sommertransferphase haben wir ja nur so aus der Realität übernommen und sonst keine eigenen Transfers getätigt. Ob wir heute allerdings weitere Transfers tätigen, das werdet ihr im Laufe der Folge sehen. Wie immer geht natürlich das sehr, sehr gerne hier ein bisschen Support auf das Video, da gerne Daumen nach oben, wenn euch das ganze Projekt gefallen sollte, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch sehr gerne auch das kostenlose Abo da, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt, und schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung zu allen möglichen Sachen hier in der Karriere in die Kommentare. Transfervorschläge dürfen da auch immer sehr, sehr gerne rein, und ansonsten werden wir natürlich auch heute wieder auf die Kommentare der letzten Folge eingehen. Plan für heute ist so ein bisschen das Jahr erstmal zu vollenden. Wir haben ja die letzte Folge mit einem Unentschieden gegen Leipzig beendet, hatten dort ja auch, ich glaube, insgesamt 6 Spiele, weil wir 3 simuliert auch hatten. Entsprechend sind wir da richtig vorangekommen. Heute nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus, entschleunigen das Ganze und werden nur den 16. und 17. Bundesligaspieltag gegen Gladbach und Hoffenheim spielen und dann ansonsten vor allem viel reden. Denn in den letzten Folgen, wo immer sehr, sehr viel auch gespielt wurde, und ich glaube, das wollt ihr ja am Ende des Tages auch gerne sehen, da sind so ein paar Sachen immer im Schnitt dann rausgeflogen, die es nicht mehr in die Folge geschafft haben. Beispielsweise das Thema Jugendakademie, was ich jetzt eigentlich über mehrere Folgen komplett ignoriert habe. Heute werden wir da reingehen und heute werden wir dann auch dort ein bisschen drüber sprechen, was so meine Pläne für die Zukunft sind. Erst einmal kommen wir aber zur Systemfrage, die ich in der letzten Folge aufgegriffen hatte. Und es ist schon sehr, sehr klar zu sehen, dass viele von euch das 4-2-3-1 favorisieren. Ob das jetzt dann mit 3 Zehnern oder mit Flügeln ist, da scheiden sich so ein wenig die Geister. Aber definitiv scheint auch das für euch eine interessante Formation zu sein. Und für mich hängt es am Ende des Tages wirklich auch ein bisschen vom Spielermaterial der nächsten Saison ab. Da kann theoretisch in der heutigen Folge schon viel entschieden werden, denn wir werden ja in den Winter hineingehen. Und ab dem Winter, Stand jetzt, haben Leroy seine und Davis die Möglichkeit, mit anderen Vereinen zu sprechen. Und wenn wir wissen, dass ein Davis geht, dann wäre das für mich schon mal eine klare Personalie, die wir auch in der Taktik umsetzen könnten. Denn Alphonso Davis ist natürlich in unserer aktuellen Kaderzusammensetzung der klare, offensivste Außenverteidiger, den wir haben. Und entsprechend ist er auch wichtig für beispielsweise das System, was ihr hier seht, im 4-2-3-1, wo wir in Ballbesitz dann ja Sané als zweiten Zehner neben Musiala rein schieben und Davis eben als offensiver Außenverteidiger die Breite im Spiel hält. Wenn durch einen potenziellen Davis-Abgang allerdings ja dieser offensive Außenverteidiger auf links fehlt und wir diesen nicht durch beispielsweise einen Transfer von, sagen wir mal jetzt hier einem Theo Hernandez ersetzen können, dann müsste man natürlich auch die Taktik ein wenig anpassen, und deshalb, wir haben glaube ich eine grobe Richtung, wo wir taktisch hinwollen, 4-2-3-1, wir wollen natürlich das Ballbesitz hier weiter implementieren, das Ballbesitzspiel, aber klar ist, am Ende des Tages musst du auch eine Taktik bauen, die zum Kader passt. Klar, du kannst auch einen Kader nach der Taktik bauen, aber ich glaube, da muss man schon eher immer so ein bisschen gucken, welche Spieler man am Ende des Tages wirklich im Team hat und dann erst die wirkliche Taktik festlegen, denn es bringt dir nichts, monatelang, nur weil du hoffst, dass du irgendeinen Spieler noch bekommst, eine Taktik zu forcieren, dann klappt aus irgendeinem Grund am Ende der Transfer nicht und dann stehst du da mit einer Taktik, wo du deinen Wunschspieler nicht bekommen hast und irgendwie klappt alles nicht. Deshalb wird es auch jetzt schon in dieser Folge vielleicht entscheiden werden, wie wir taktisch demnächst spielen. Denn ja, so ein Davis ist für mich da wirklich so ein bisschen das Zünnlein an der Waage. Immer wieder groß diskutiert auf Florian Wirtz, Musiala natürlich genauso. Mit Musiala plane ich aktuell, dass wir verlängern werden. Ich denke, es wird nämlich auch in der Realität passieren. Ja, und bei Florian Wirtz, ich weiß es wirklich nicht. Es gibt so viele Argumente dafür und noch viel, viel mehr Argumente dagegen. Also klar, Argumente dafür sind natürlich, als deutscher Nationalspieler zum größten deutschen Verein zu wechseln, ist eine Top-Sache. Ja, mit Jamal Musiala zusammen das Mittelfeld, das Offensive zu prägen, ich glaube, da hätte er schon verdammt viel Bock drauf. Das spricht natürlich alles für sich. Mit den Bayern kannst du die Champions League gewinnen, das spricht auch für die Bayern. Aber es spricht auch so viel dagegen. Er hat in Deutschland eigentlich schon alles erreicht. Er ist deutscher Meister geworden,
Er hat den Pokal gewonnen. Das sind die zwei nationalen Titel, die du holen kannst in Deutschland. Ja, und das hat er geschafft mit Leverkusen bereits. Dann kommt natürlich dazu, dass er woanders definitiv nochmal mehr Geld verdienen könnte. Auch wenn ich nicht glaube, dass das in dem nächsten Schritt für Florian Wirtz schon das Allerwichtigste sein wird. Aber natürlich vor allem auch der Faktor, dass Leverkusen nur sehr, sehr ungern an die Bayern verkauft. Das haben wir bei Jonathan Tah im Sommer absolut gesehen, dass man sich da wirklich querstellt und am Ende des Tages sagt, nee, wisst ihr was, dann lassen wir ihn lieber im nächsten Jahr ablösefrei gehen oder schaffen irgendwie noch auf sehr, sehr viel Glück die Verlängerung, als dass wir ihn jetzt in diesem Sommer verkaufen. Deshalb, ich bin mir bei Wirtz echt nicht sicher, ob die Bayern das schaffen. Die Bayern sind bereit, 100 Millionen zu zahlen. Wenn sie sagen 100 Millionen, dann sind sie wahrscheinlich auch bereit, 120 zu zahlen. Leverkusen will 150 haben und ich glaube, Leverkusen will dann auch von Bayern München, von einem direkten nationalen Kontrahenten 150 haben. Also ich sehe es kritisch. Ich bin auf eure Meinungen zum Wirtsthema weiterhin gespannt in den Kommentaren. Ich sehe immer wieder Leute, die sich das wünschen, aber ich sehe auch immer wieder kritische Kommentare, die das Ganze hinterfragen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil wir wollen ja eine realistische Karriere spielen. Wir wollen nicht das beste Team aufbauen und dann alles rasieren. Nein, wir wollen es realistisch machen. Und ich sage ganz ehrlich, Florian Wirtz von Leverkusen im nächsten Sommer, das wird super schwer für die Bayern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Teams so wirklich hart mitmischen, wer so die Kontrahenten sind. Also City hört man ja immer wieder, Arsenal auch. Die werden natürlich auch die Kohle haben. Aber vor allem dieses Thema, dass Leverkusen nicht an Bayern verkaufen will, ist für mich so ein bisschen, ja, die größte Hürde, die es zu überwinden gilt. Also ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren weiterhin gespannt, was das Thema Florian Wirtz angeht. Und vielleicht im gleichen Atemzug auch mal reinschreiben, ob ihr euch Xavi Simmons dann weiterhin vorstellen könntet als Alternative. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mir Wirtz absolut wünschen. Das wäre so der erste Spieler, den ich holen möchte im nächsten Jahr. Aber ich will es halt auch realistisch haben und ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Xavi Simmons wäre halt bei PSG unter Vertrag. PSG offensichtlich kann mit ihm nichts anfangen. Keine Ahnung wie, aber sie können mit ihm scheinbar nichts anfangen, sonst würden sie ihn ja nicht so einen wertvollen Spieler nochmal in Leipzig verleihen für ein weiteres Jahr. Ich glaube, da wären die Bayern auf jeden Fall in der Position, wo man ihn verpflichten könnte. Eberl hat ihn zu Leipzig geholt. Eberl will ihn auch nach München holen, war ja im letzten Sommer schon Thema. Also auch da gerne nochmal die Meinung rein. Ich finde es nämlich wirklich spannend. Ich sag ganz ehrlich, die 10er-Position ist das Spannendste, was wir hier in der ersten Saison erleben. Dann wollen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein paar Verträge verlängern. Wir wollen heute auf jeden Fall mal mit Müller und Ulreich ins Gespräch gehen und vielleicht auch schon mit Musiala, gucken wir mal drauf. Aber wir wollen auf jeden Fall über die Jugend sprechen. Ich hatte das alles schon mal in der Folge gesagt, aber dann hat es wie gesagt nicht den Schnitt überlegt sozusagen und ist dann im Schnitt rausgeflogen, das ganze Thema. Ja, ich habe aktuell keinen Jugendscouting-Bericht da, ich habe keinen Scout unterwegs, denn der Scout war bei mir irgendwie verbuggt über die ersten paar Monate. Ich hoffe, es funktioniert für die Rückrunde. Ausnahmsweise werden wir deshalb in der Rückrunde in Deutschland scouten. Normalerweise mache ich es ja so, Hinrunde in Deutschland, Rückrunde dann in einem Land eurer Wahl. Das könnt ihr dann immer in die Kommentare schreiben. Wir werden versuchen, es mit einem 3-Sterne-3-Sterne-Scout zu machen, wie in der HSV-Karriere, und werden absolut nur die allerbesten Talente mitnehmen und dann durchaus auch mal hier so ein Jugendturnier spielen. Ich hatte damals gesagt und der Meinung bin ich auch immer noch heute, dass ich das aber erst spielen werde, wenn ich wirklich 5 Spieler habe, die ich mir angucken will, also einen guten Torhüter und dann 4 Feldspieler, weil aktuell haben wir hier einen guten Mann mit De Vries, der ist durchaus sehr interessant, also ich glaube, der könnte hier auch in der Karriere noch eine Rolle spielen. Ist nämlich 17 Jahre, 63er Gesamtrating, 87 plus Potenzial, das ist sehr, sehr gut. Ja, die anderen Spieler sind jetzt nicht so krass. Noch ein heftiges Potenzial bringt der Dave Robertson mit, aber halt das Gesamtrating stimmt da nicht so richtig. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu Dave Robertson in die Kommentare. Ich persönlich sage, für FC Bayern reicht das nicht, weil bei den Bayern, da wollen wir echt nur die allerbesten Talente haben. Dazu könnte ein Emil de Vries durchaus zählen. Ja, somit werden wir am 1. Januar 2025 den Scout für 6 Monate eben entsenden nach Deutschland. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Position man sucht, denn das ist ja jetzt auch so ein bisschen neu, dass man jetzt immer eine Position aussuchen muss, aber das werden wir, glaube ich, schon hinbekommen. Eine Sache, die in den Kommentaren auch gefragt wurde, was ist eigentlich mit den verletzten Bowie, Ito und Stanisic? Die sind für mich jetzt ab Rückrunde, also
ab dieser Folge wieder mit dabei. Ich denke, das ist halbwegs realistisch. Ich glaube, Ito wird in der Realität schon ein bisschen früher wieder da sein. Stanisic könnte ungefähr so passen. Und Boy weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so ganz genau. Doch auch so Ende November hätte der, glaube ich, schon wieder spielen können. Aber ja, ich wollte da jetzt einfach auch so ein bisschen das Ganze realistisch haben, dass die halt auf jeden Fall eine Zeit ausgefallen sind. Jetzt sollen sie aber ihre Rolle spielen. Und vor allem Stanisic kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der auch eine größere Rolle spielt. So, dann sind wir jetzt auch gerade am 1.1.2025 angekommen und wollen den Scout jetzt eben dann mal losschicken nach Mitteleuropa, Deutschland und das Ganze für 6 Monate. Und dann müssen wir jetzt eben 4 Positionen auswählen. Außer man macht Torhüter, weil Torhüter kann man nur separat scouten. Und ja, die 4 Positionen in meinen Augen, die sinnvoll sind aktuell. Ich finde Stürmer eigentlich immer geil, weil so einen deutschen Stürmer, ja, den gab es irgendwie lange nicht mehr. So einen richtig, richtig heftigen Stürmer. Flügel, ja, weiß ich nicht. Zehner brauchen wir definitiv nicht. So ein Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Linksverteidiger hätte natürlich auch irgendwie was. Ich überlege, ob wir noch einen Sechser statt eines der Außenverteidigerseiten reinpacken. Ich sage, hinten rechts haben wir aktuell eine ganz gute Konkurrenzsituation am Start. Links könnte eine Baustelle aufgehen, der Innenverteidigung sowieso. Und auf der 6 sind wir zwar krass, ja, da sind wir schon krass besetzt mit Pavlovic eigentlich. Eigentlich können wir auch eher Rechtsverteidiger nochmal machen. Achter Position, weiß ich gar nicht, ob wir die so in der Form in der nächsten Zeit besetzt haben werden. Wir machen mal Rechtsverteidiger. Wir machen mal die Viererkette durch und Stürmer und machen dann erstmal weiter. Könnte man natürlich auch in der Zukunft reinschreiben, was da genau gesucht werden soll. So, muss ich hier eine Rolle festlegen? Ne, ich kann auch überspringen, ne? Ja, ich kann auch überspringen. Wobei, jetzt überlege ich gerade, ob ich im Sturm nicht doch eher eine Rolle haben möchte. Ich muss mir das hier mal durchlesen, was dann so die besseren Werte sind. Also scheinbar körperliche Attribute verändert das nicht. Also in der Innenverteidigung werde ich auf jeden Fall den mitspielenden Verteidiger nehmen, denn die Leute, die die HSV-Karriere im letzten FIFA-Teil verfolgt haben, die werden es wissen. Für mich sind spielstarke Innenverteidiger absoluter Key. Da haben wir damals dann auch wirklich rigoros aussortiert, wenn Innenverteidiger nicht den spielerischen Anforderungen entsprechen konnten. Deshalb gehen wir hier auf einen Mitspielenden, dann hat er bessere Passwerte, das finde ich schon mal sehr nice. Dann vorne ist es eigentlich die Anspielstation. Stoßstürmer, das ist ja mehr so Timo Werner-Style. Knipser, ja, der ist halt hier so ein bisschen mehr als auch beweglicher Spieler scheinbar dargestellt, wegen der Beweglichkeit. Kann man so interpretieren, muss man nicht. Und dann hast du halt die Anspielstation mit Stärke, Kopfball, Präzision, Schusskraft und Weitschuss. Das ist eigentlich perfekt. Falsche 9 aktuell auch nicht so richtig das Thema bei uns. Deshalb machen wir das mal so. Außenverteidiger, da könnten wir jetzt auch noch Schwerpunkte festlegen, aber das ist mir eigentlich egal. Außenverteidiger, ja, sollten halt meistens rennen können, das wäre ganz gut. Aber ich kann auch durchaus mit einem Fallback sehr, sehr gut leben. Das wisst ihr, glaube ich, auch. Deshalb schicken wir das Ganze so ab und ich hoffe, dass der Scout dieses Mal nicht verbuggt ist. Ja, und ihr kennt es ja, in FIFA ist es ja so und auch in der Realität, ab Januar darfst du theoretisch einen Vorvertrag unterschreiben. Und Jonathan Tah, bekanntermaßen im Sommer hat der Wechsel nicht geklappt, könnte aber im kommenden Sommer ablösefrei zu den Bayern wechseln. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir da? Weil hier in der Realität, hier nicht in der Realität, sondern hier in FC 25 hat Leverkusen natürlich den Vertrag verlängert. Allerdings, ja, ist halt die Frage, ob das in der Realität auch passiert. Ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass der Deal Bayern und Tah noch klappen wird. Also, dass er tatsächlich ablösefrei 2025 kommt. Ich bin aber auf eure Meinung gespannt, weil das spricht natürlich schon ein bisschen auch was dagegen. Klar, Tah wollte das scheinbar sehr, sehr gerne im Sommer machen. Allerdings in so einem Jahr, in so einer Saison kann sich auch echt vieles nochmal wieder im Leben von so einem Fußballer drehen. Und wenn denn und plötzlich ist ein anderes Angebot da, plötzlich will Leverkusen wirklich nochmal alles auf den Tisch legen und ihn irgendwie noch überzeugen, dass er doch nochmal verlängert. Also da ist schon die Frage, ob wir darin glauben, dass Tah tatsächlich im Sommer ablösefrei zu den Bayern kommt. Ich sag, ich finde es etwas wahrscheinlicher als unwahrscheinlich, dass es passieren würde, aber bin auf eure Meinung gespannt. Und dann natürlich auch die Frage, wie wir das Ganze hier umsetzen. Sollten wir uns dazu entscheiden, dass er im nächsten Jahr ablösefrei kommen wird,
müsste ich hier im Spiel dann am Ende des Tages 80 Millionen oder so auf den Tisch legen. Das würde ich aber dann durchaus machen. Finanziell sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und früher oder später wird auch die Cheat Engine rauskommen. Und dann würde ich mir dann solche Beträge auch durchaus zurückcheaten. Aber ich glaube, das ist absolut logisch, weil natürlich Jonathan Tah, sollte es so kommen, wie wir es prognostizieren, im Sommer eigentlich ja ablösefrei wäre. Aber ich warte da erstmal ab. Denn vielleicht sagt ihr ja auch alle, ihr glaubt überhaupt nicht mehr daran, dass Jonathan Tah im nächsten Sommer ablösefrei zu den Bayern kommt. Ist aber definitiv ein Thema. Ja, und dann setzen wir uns jetzt mal an den Tisch mit Sven Ulreich und später dann auch mit Thomas Müller. Denn da wollen wir natürlich nochmal mit den beiden Routiniers verlängern. Ja, aber Ulreich hat ja schon gesagt, für mich ist eigentlich klar, solange Neuer bleibt und solange Ulreich weitermachen will, wird auch Ulreich bleiben. Das ist ein eingespieltes Torwart-Team, Torwart-Zusammenspiel zwischen den beiden. Und deshalb werden wir da nichts verändern. Er kriegt einfach ein Jahr mehr. 5 Einsätze, kriegt dann Bonus. Ich glaube aber nicht, dass er die 5 Einsätze erreichen wird, außer Neuer verletzt sich, was ich nicht hoffe. Und damit akzeptieren wir das Ganze, haben den ersten Vertrag in dieser Folge unterzeichnet. So, und dann wollen wir uns natürlich auch mit der Legende treffen, Thomas Müller, der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen in der Vereinsgeschichte der Bayern, wenn ich da jetzt hier nicht kompletten Quatsch erzähle. Also, das ist unfassbar. Thomas Müller, mein ganzes Leben, wo ich Fußball gucke, verfolge, ist Thomas Müller Spieler bei den Bayern. Also, für mich gehört er zu den Bayern wie kein anderer. Und auch bei ihm wollen wir nochmal um ein Jahr verlängern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, was sehr, sehr schade ist, dass er im nächsten Jahr dann seine letzte Saison spielen wird. Ist so typisch, so 36, kein Stammspieler mehr in FIFA. Dann kommt meistens das Karriereende um die Ecke. Sehr schade, aber ich sage auch ganz ehrlich, nicht wirklich unrealistisch, dass es am Ende der nächsten Saison kommen könnte. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, dass es dann soweit sein wird, dass Thomas Müller die große Fußballbühne zumindest als Spieler verlassen wird. Ja, vielleicht dann in anderer Funktion nochmal wiederkehrt. Aber wir wollen auf jeden Fall hier mit einer kleinen Gehaltsanpassung nach unten den Vertrag abschließen. Und Thomas Müller natürlich nochmal für eine letzte Saison hier bei den Bayern halten. Und damit haben wir jetzt dann noch 3 akut auslaufende Verträge. Eric Dier, Davis und Leroy Sané. Bei Davis und Sané hören wir uns erstmal die Angebote ab. Und bei Dier werden wir mal abwarten, wie es mit den Einsätzen aussieht. Aktuell spielt er ja eine ganz gute Rolle, hat so ein bisschen die Nase vorne bei mir vor Kim Min-jae. In der Realität sieht das anders aus, deshalb, ja, ich kann mich da von der Realität nicht ganz loseisen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier ihn in FC 25 ziemlich gut finde. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht, wenn Ito jetzt dann am Start sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann das Ganze sich nochmal ein bisschen ändern wird in Sachen Einsatzzeiten Eric Dier. Genau deshalb möchte ich da erstmal abwarten. Ach so, und eine Sache, die ich komplett vergessen habe, das ist für die neuen Zuschauer vielleicht jetzt ein bisschen was Besonderes. Ich mache es in meinen Karrieren immer so, ich verteile die Entwicklungspläne, die es ja in FIFA gibt, immer nach Leistung. Also die Spieler, die es verdient haben, ein Upgrade im Gesamtrating zu bekommen, die bekommen bei mir einen Entwicklungsplan für ein halbes Jahr rein oder sowas in der Art oder bis sie ihr nächstes Gesamtrating erreicht haben. Und das wollen wir immer Halbsaison, also nach immer einer halben Saison machen. Bedeutet, auch jetzt steht wieder das Ganze an, Entwicklungspläne zu verteilen. Ich kann euch hier auch mal die ganzen Statistiken durchgehen und dann könnt ihr mal in den Kommentaren sagen, welche Spieler einen Entwicklungsplan und somit ein Rating nach oben sich verdient hätten. Schreibt das da einfach sehr, sehr gerne von mir aus auch mit Begründung in die Kommentare. Könnt aber auch einfach nur eine Liste machen und dann werde ich die Spieler, die am meisten genannt werden, am Ende des Tages, ja, mit einem Entwicklungsplan belohnen. Bin da mal gespannt, was so eure Meinungen ist. Ja, ich glaube, Harry Kane, der sollte da des Öfteren genannt werden. Wir können auch hier gleich bleiben bei Mathys Tel im Sturm, denn auch über den müssen wir reden. Ist immer ein Riesenthema für euch und ich verstehe es, denn es ist ein so tolles Talent. Aber es ist halt schwer. Es ist hart bei den Bayern, sich durchzusetzen. Ich muss aber immer wieder sagen, Mathys Tel wird es schaffen und ich glaube, er wird es ohne eine Laie schaffen. Ja, es ist hart, sich bei den Bayern als so junger Spieler reinzukämpfen, aber
Mathys Tel ist der Coman Region, wie es keinen besseren gibt. Also nicht mal in FC 24 oder in irgendeinem vorherigen FIFA-Teil hätte es einen besseren Kingsley Coman Region geben können als Mathys Tel. Er kann Stürmer spielen und er kann Flügel spielen, ist ein junger Franzose, der in extrem jungen Jahren schon zu den Bayern gekommen ist und sich seinen Platz erkämpfen muss in dieser Mannschaft. Ja? Und so sehe ich es auch. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Kingsley Coman im Sommer uns verlassen wird. Vielleicht geht ein Serge Gnabry. Wir wissen noch nicht, was mit Leroy Sané passiert. Es kann sein, dass er mehr und mehr auf dem Flügel eingesetzt wird, denn im Sturm ist natürlich Harry Kane gesetzt wie sonst was. Trotzdem muss ich versuchen, ihn ein bisschen mehr einzusetzen. Ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich habe ihn ein wenig vernachlässigt, weil es in der Realität auch so ist. Und ich schon so ein bisschen, weil wir ja hier auch als Trainer Warsaw Company spielen, so ein bisschen auch die Handschrift übernehmen wollte. Und da wird Mathys Tel leider, was ich auch sehr, sehr schade finde, eben auch häufig komplett auf der Bank gelassen. Also ja, ich werde versuchen, ihm mehr Einsatzzeiten zu geben, möchte ihn aber ehrlich gesagt nicht verleihen. Ja, aber müssen wir mal gucken. Wenn es in der nächsten Saison überhaupt keinen Kaderplatz gibt, dann wäre das ein Thema für mich. Aber aktuell will ich, dass er hier im Team bleibt. Und dann kommen wir zu Leon Goretzka. Über den haben wir auch schon viel gesprochen hier in der Karriere. Und waren uns eigentlich einig, dass wir den so schnell wie es irgend möglich ist noch loswerden wollen. Und ich denke, das werden wir auch jetzt im Winter probieren. Ich packe ihn mal auf die Leihliste. Ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob er bei 1,6 Restvertrag noch Leihangebote erhalten wird. Werden wir abwarten müssen, wenn es klappt, dann wollen wir ihn natürlich mit Kaufoptionen verleihen, aber klar ist, er muss gehen, wenn nicht im Winter, dann spätestens im Sommer. So, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal vieles geklärt, kann sein, dass wir gleich noch viel mehr klären müssen, sollten Angebote für Davis oder Sané reinkommen. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn wir mal so ein Part haben, wo ich einfach sehr, sehr viel mehr Management-Teil mache als Spielteil. Ich glaube, vor allem in den Transferphasen, da gibt es natürlich sehr viel Sinn. Aber wir brauchen das, glaube ich, auch ab und zu mal, einfach um so ein paar Sachen wieder ja, in die Folge zu bekommen, die jetzt bei so einer Folge, wo wir 6 Spiele oder so durchhauen, einfach nicht mehr reinpassen. Entsprechend ist das zur Abwechslung, glaube ich, mal ganz gut. Und in 2 Tagen kann es dann sein, dass wir dann hier schon wieder vielleicht den restlichen Januar uns vornehmen mit 2x Champions League, die letzten beiden Spiele und die ersten beiden Spiele der Rückserie. Ah, perfekt, das ging schnell. Eric Dier hat direkt am 2. Tag der Transferperiode ein Angebot ausgerechnet vom BVB bekommen. Ja, dann werde ich erstmal verlängern, weil ich glaube nicht, dass der zum BVB wechseln wird. Das passt irgendwie gar nicht in die Dortmunder Philosophie, zumindest in die aktuelle nicht. Und wir werden den Vertrag verlängern um ein Jahr. Ich sage aber trotzdem, es kann sein, dass wir ihn im Sommer dann trotzdem ablösefrei gehen lassen oder für eine winzige Summe einfach verkaufen. Denn ja, ich will mich da eigentlich jetzt noch nicht festlegen, aber ich finde auch ein Transfer zum BVB wäre ultra unrealistisch. Entsprechend machen wir da jetzt mal so einen Vertrag unter Vorbehalt. So, hier ist das gute Ding, also einfach ein Jahr Verlängerung für gleiche Kondition und dadurch ja, verschaffen wir uns vor allem erstmal ein bisschen das Puffer, um diese Entscheidung zu vertagen. Okay, und auch bei Leroy Sané kommt ein Angebot rein, Atletico Madrid, kann ich ganz ehrlich sagen, machen wir nicht. Also, da sehe ich ihn überhaupt nicht, da sehe ich ihn wirklich null. Wo soll er in dem System so richtig spielen? Nee, das passt nicht, das passt nicht. Harry Kane, Man City, das passt sowieso nicht. Wir werden mit Leroy verlängern, aber auch hier will ich eigentlich nur unter Vorbehalt verlängern. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Mann die Bayern verlässt. Ich kann es mir vorstellen. Deshalb auch hier glaube ich erstmal die Verlängerung unter Vorbehalt. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Haut eure Meinung in die Kommentare, aber kann gut sein, dass wir jetzt einfach für ein Jahr verlängern und ihn dann nach der Wintertransferphase nochmal auf die Transferliste packen und mal gucken, was dann noch sonst so für Angebote reinkommen, weil ich sehe irgendwie eine Premier League Rückkehr bei ihm. Ich weiß nicht genau warum. Er ist ja jetzt auch wirklich schwierig in die Saison reingekommen, hatte so große Probleme mit der Verletzung. Schwer. Ich liebe den Spieler, Leroy Sané, aber es ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Vielleicht bleibt er auch. Es ist so hart. Es ist wirklich so hart. Wir werden jetzt aber erstmal den Deal hier mit Atletico zum Scheitern bringen. Bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, am Ende des Tages könnte es vielleicht auf eine einfache Abstimmung hinauslaufen, wo ich dann auch einfach ja, die Entscheidung in eure Hand gebe und dann halt die Mehrheit entscheiden soll, ob beispielsweise Leroy Sané im Verein bleibt. Jetzt machen wir hier erstmal um ein Jahr die Verlängerung, aber wie gesagt, das Ganze unter Vorbehalt. So, ganz kurz mal, bevor es weiter hier geht mit Transferaktivitäten. Wir haben das Totti
Ja, UEFA Team of the Year. Ter Stegen von Barca im Tor, dann Araujo, Kimmich, Ruben Neves und Koundé in der Viererkette. Im Mittelfeld haben wir Frankie de Jong, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva und Rodrigo, also Rodri. Und vorne Harry Kane und Haaland. Kein Kylian Mbappé, kein einziger Real Madrid-Spieler, kein Jude Bellingham, kein Rodrigo, kein Vini, kein gar nichts. Es sind nur Barcelona, Man City und zwei Bayern-Spieler. Also das ist ein verrücktes Team of the Year, was ich so nicht erwartet habe. Bin aber sehr froh, dass es mit Kimmich und Kane immerhin zwei von unseren Jungs reingeschafft haben. Auf geht's, ich habe richtig Bock jetzt hier zu spielen. Nachdem wir so viel gesprochen haben, soll es jetzt nochmal auf den Fußballplatz gehen. Und dann das, ja, für mich eigentlich das größte Traditionsduell der Liga. Die Fohlen empfangen die Bayern. Ich bin gespannt auf dieses Duell. So geil hier bei Gladbach reinzukommen. Und hier ist ja auch die Vereinshymne mit drin. Im Spiel. Ich glaube aber, die wollen das jetzt geändert haben, die Fans, ne? Ich glaube, die wollten jetzt irgendeine andere Hymne, die gespielt wird vor dem Spiel, aber vielleicht haben wir ja ein paar Gladbach-Fans in den Kommentaren, die mich da aufklären können. Ja, und wir gehen heute rein mit einigen neuen Gesichtern, will man fast sagen, denn die haben bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt in dieser Bayern-Karriere und sind heute direkt mal in der Startformation. Erst gucken wir aber auf die Gladbacher im 4-2-3-1-System. Mit Weigelreiz, geiles Mittelfeld und dann tatsächlich ohne Player an der Startelf. Stöger natürlich der Mann, auf den wir am allermeisten aufpassen müssen. Und dann der junge Borja Sanchez über die linke Seite. Die AKT haben sie im Winter jetzt gerade frisch geholt. Und das sind die Bayern mit Stanisic und Ito in der Innenverteidigung. Das ist neu und das ist vielleicht die Zukunft. Wir werden es sehen. Ito habe ich große Hoffnung, weil Linksfuß und Stanisic eigentlich perfekt dafür mit einem Dreieraufbau als Rechtsverteidiger, der reinrückt, ersetzt damit Leimer, der heute einer von zwei Härtefällen gar nicht im Kader ist. Ja, eigentlich sind es drei Härtefälle, denn auch Eric Dier und Leon Goretzka, der ja aber schon eigentlich aussortiert ist und dem ja schon mitgeteilt wurde, er solle den Verein verlassen, sind nicht im Spieltagskader. Und das, obwohl wir eine Neunerbank ja mittlerweile hier auch im Spiel haben. Und das ist ja dann auch einfach der realistische Wert, den man halt an Spielern noch auf die Bank setzen kann. Das tut schon weh, ja, aber so ist es, wenn alle fit sind. Ich hoffe, es bleiben alle fit und wir gehen jetzt mal rein in die Partie. Taktisch ist, glaube ich, alles klar, denn im Vergleich zur letzten Folge hat sich da jetzt nicht viel geändert. Auch so, dass wir halt mit Stanisic und Ito zwei neue Positionen haben oder zwei neue personelle Änderungen und mit Ito jetzt endlich einen Linksfuß auch hier haben. Das ist so geil. Harry Kane durchgesteckt, Release. Erste Mal, dass der Franzose gefährlich im gegnerischen 16er auftaucht. Omlin im Tor ist zur Stelle. Ja, also wir kommen hier noch nicht so ganz zu unserer gewohnten Bayern-Dominanz. Jetzt gibt es mal einen Standard für die Gladbacher. Kurz ausgeführt, Palinha steht im Weg. Zur Pause war es jetzt noch nicht der erhoffte Auftritt unserer Mannschaft. Die scheinen alle noch ein bisschen im Winterschlaf zu sein. Extrem viel Ballbesitz, aber extrem viel leerer Ballbesitz. Bis jetzt ein einziger Abschluss von Ulisse, der war auch durchaus gefährlich, aber mehr kam halt noch nicht bei rum. Oh, starker Ball, Honora, Kleindienst, Neuer wird gefordert. Doppelwechsel auf dem Flügel, Gnabry, Coman, komm rein für Ulisse und Sané. Wir müssen nochmal was Neues probieren, haben nur noch 20 Minuten. Kimmich, etwas Platz, Jamal Musiala. Musiala, Gnabry. Ah, wo jetzt hin, wohin? Da ist ja überhaupt kein Raum. Nochmal Musiala. Schönes Dribbling, Musiala will ihn noch runterkratzen. Auch das gelingt nicht. Nächster Doppelwechsel. Bowie, auch eher von Verletzung zurück für Stanisic. Und Müller kommt für Musiala. Müller, Serge Gnabry. Gnabry, Kane. Und dann haben wir endlich mal einen Abschluss, aber dann steht der Verteidiger goldrichtig. Müller, Gnabry, Bowie kann nochmal überlaufen. Wo ist mein Stürmer? Ich habe doch hier diesen Harry Kane, oder nicht? Kann doch nicht wahr sein. Dann steht er dann nicht mehr im 16er bei der letzten Chance, die wir geführt haben. Jetzt Harry Kane, will ihn nochmal ablegen. Joshua Kimmich. Itakura steht richtig. Jetzt kommt Kleindienst. Hier mit dem Lucky Punch, oder was? Kleindienst, nein. Boah, das wäre auch echt hart gewesen. Das wäre auch wirklich hart gewesen, hätte er den jetzt noch reingehauen. Aber der geht weit vorbei, aber es war's. Null Nummer zum Jahresauftakt für die Bayern. Das ist ein Ergebnis, was uns so
anders vorgestellt hatten, oder das Spiel hatten wir uns anders vorgestellt und ein anderes Ergebnis gewünscht. Ja, hinten waren wir gut, aber von Gladbach kam auch nicht so viel. Aber vorne hatten wir heute mächtig Probleme und Chancen rauszuspielen, also Chapeau an die Gladys. So, und wir machen gleich weiter nach der Enttäuschung gegen Gladbach. Jetzt Topspiel. Ja, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber klar, die TSG aus Hoffenheim ist ja einfach Dritter. Das ist unfassbar, wie die in die Saison reingestartet sind. Zeitweise ja sogar, ich glaube, Tabellenführer. Zumindest punktgleich mit uns waren sie. Und ich glaube auch einmal vor uns, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und heute das direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Es ist eine englische Woche direkt hier zum Start nach der Winterpause. Und das sorgt dafür, dass wir ein bisschen rotieren mussten, da einige Spieler nicht ganz fit geworden sind für die heutige Partie. Und damit schauen wir auch gleich zum Abschluss dieser Folge auf die Startaufstellung der Bayern mit Neuer im Tor, Leimer, Guerrero, Kim, die neu reinrücken. Vorne sind es Coman und Gnabry. Neu in der Startformation mit Ballbesitz werden wir heute wieder 3-3-4 spielen. So zumindest der Plan, also ein schöner Sechseraufbau. Bin ich gespannt drauf und ich hoffe, dass wir dadurch hier die Fünferkette ein bisschen auseinanderschrauben können. Die starten nämlich im 5-2-1-2, die Hoffenheimer. Ja, und bis jetzt waren sie damit sehr erfolgreich. Ich hoffe, heute wird sich das ändern. Gehen wir rein, wir wollen Tore sehen. Ich denke, das ist klar, denn die hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und gleich mal auf Ex-Hoffenheimer Serge Gnabry. Der probiert es im Dribbling, kommt noch nicht durch. Und ließ er heute auch nicht ganz fit, sonst wäre der natürlich auch wieder die Option auf der rechten Seite gewesen. Kingsley Coman heute links. Das war eher eine taktische Entscheidung gegen Leroy, da wir, ja, wenn Guerrero spielt, ja doch lieber so einen klassischen Flügelspieler haben. Oh, Hoffenheim startet super hinein. Manuel Neuer mit der ersten Tat. Auch der hat gegen Gladbach uns helfen müssen da hinten. Und hier ist er gleich wieder gefragt. Ja, stark gemacht von Adam Loszczyk. Und Manuel Neuer, wie in den besten Zeiten, ist er da und hält den Kasten sauber. Der Ball von Musiala für Harry Kane. Kane, findet er die Lücke für den Abschluss? Nein. So, der Ball noch über Kimmich. Musiala. Jetzt Kingsley Coman. Kane. Wieder findet er nicht die Chance, den Ball aufs Tor zu bringen. Und dann wird es jetzt hier auch in dieser Partie mit 0-0 in die Kabine gehen. Wir werden unseren Ansatz zur Pause etwas verändern, versuchen mehr über offensive Außenverteidiger zu kommen, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir bis jetzt gemacht haben. In der Hoffnung, dass wir dadurch mehr Läufe in die Tiefe erzwingen. Ja, schauen wir mal, ob das gelingen wird. Durchgesteckt, Leimer, jetzt einfach nur Kane finden. Und dann wird das schon irgendwie, ja. Die Bank kann das auch nicht fassen. Das ist doch ein typisches Kane-Ding, solche Dinge dann doch noch reinzumachen, auch wenn der Pass wirklich nicht perfekt kam. Ah, schade. Aber ja, offensiver Außenverteidiger scheint zumindest Mitte zu sein. Guter Ball. Konrad Leimer ist durch. Konrad Leimer jetzt aber Kane. Nein. Da muss Leimer vielleicht auch selbst machen, aber natürlich, wenn du so einen Harry Kane als deinen Stürmer weißt, dann wirst du natürlich immer versuchen, ihn irgendwie zu finden. Auch wenn es hier nicht gelingt. Und einmal Loszczyk durch. Auf einmal Loszczyk durch. Abschluss zu überhastet. Neuer überragend. Bis jetzt bester Mann auf dem Feld. Schöner Ball. Über Leimer über seine Seite. Kimmich. Nein, Musiala ist es. Super durch. Durchgesteckt. Und Harry Kane. Junge, der Mann braucht Zielwasser. Leimer hat es richtig gut hinten rechts gemacht. Trotzdem, Bowie ist nochmal mehr der Spielertyp für genau solche Rollen. Und vorne links kommt Mathys Tel dann jetzt für Kingsley Coman. Wir müssen was probieren, ey. Also wir hatten jetzt wirklich die Chance, hier das Tor zu schießen. Anders als gegen Gladbach hätten wir hier ein Tor machen müssen. So, na, Mathys Tel am ersten vorbei. Immer noch Mathys Tel. Warum den verdammten linken Fuß? Ich check das nicht. Wieso schießen die freiwillig mit dem schwachen Fuß, wenn sie mit dem rechten schlenzen könnten? Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, warum bleibt der Torwart stehen? Wenn er ganz genau weiß, was passiert. Oliver Baumann. Cool wie sonst was. Ja, Wahnsinn. 5 Minuten nur noch. Nochmal. Musiala. Baumann. Beide Torhüter überragen hier heute dieser Partie. Muss man einfach so sagen. Müller kommt jetzt noch für die Ecke mehr oder weniger rein.
um vielleicht das Ding irgendwie einzuschädigen. Joshua Kimmich vom Tor weggezogen. Upamecano! Wieder Baumann. Ja, dann war es das jetzt hier. Das ist jetzt dann höchstens noch eine Gelegenheit für Hoffenheim hier mit dem absoluten Lucky Punch noch was zu landen. Palinja hat was dagegen. Zweimal 0-0. Also das hat es ja auch Ewigkeiten nicht gegeben. In der letzten Folge hatten wir richtig viel Action. Heute war es eher weniger der Fall, muss man so sagen. Aber krass. Aber ich finde es okay. Ich finde es okay. Wir hatten uns in beiden Spielen taktisch ein bisschen schwer getan. Mussten ein bisschen rumprobieren. Heute Harry Kane, also heute hätten wir ein Tor machen müssen. Gegen Gladbach sage ich, ist okay, dass wir keins gemacht haben. Heute hätten aber auf beiden Seiten Tore fallen müssen. Beide Torhüter waren auch einfach richtig stark. 1,3 zu 1,4 XG waren es am Ende. Wir beenden an der Stelle die Folge. Wir haben wieder sehr, sehr viele Themen besprochen. Wir haben Dyer, wir haben Sané als Themen definitiv in den Kommentaren zu besprechen. Wir haben gleichzeitig auch Jonathan Tah zu besprechen in den Kommentaren. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, auch relativ viele Sachen noch angesprochen. Wirtz, Xavi Simmons, all sowas. Also ihr werdet alles hoffentlich noch auf dem Schirm haben, über das wir alles diskutieren wollen in den Kommentaren. Macht das sehr gerne. Ja, ist mir wichtig, dass wir die Karriere gemeinsam gestalten. Und das ist einfach die beste Möglichkeit, über Kommentare, über sinnvolle, meistens auch ausformulierte Kommentare, wo dann auch so ein bisschen Begründung mit dahinter steckt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier heute gefallen. Bisschen weniger Spiele, leider gar keine Tore gesehen, aber gut, dafür, ja, hoffentlich dann in der nächsten Folge umso mehr. Der BVB konnte in der Tabelle durch diese zwei Unentschieden auch aufrücken. Somit sind wir zwar Herbstmeister, aber nur aufgrund von einem einzigen Tor in der Tordifferenz. Also es bleibt auch richtig spannend in der Liga. Das ist doch auch eine schöne Sache. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder bei der Spielerkarriere und in zwei Tagen geht es dann weiter mit den Bayern. Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen, Kommentare schreiben und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.